Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, wir sind jetzt hier sehr angesehen. Das hatte sich noch, nachdem ich die Folge beendet hatte, also die Aufnahme beendet hatte, ist dann hier noch so ein weiterer Text erschienen, so halt, dass wir also uns hier mittlerweile einen Namen gemacht haben mit unserem fliegenden Königreich. Und die Leute so langsam mitbekommen, dass es uns hier gibt und wir uns ja so ein paar Gedanken mehr machen müssen, weil natürlich dann auch die entsprechenden Ansprüche steigen. Man will jetzt auch noch Licht haben. Also es verlangt nach Laternen. Ja, nicht nur, dass hier wir irgendwie Minarette oder sowas brauchen, sondern wir brauchen auch Licht. Es werde Licht in Form von Laternen. Ich guck mal, ob wir hier noch was machen können. Genau. Ja, das ist bekannt, glaube ich. Ja, genau. Wir suchen nach Technologien. So. Haben wir denn? Ja, ein paar Relikte haben wir. Das ist schon mal cool. Das ist, glaube ich, bekannt hier mit dem Text. Ein Vertikalrotor erzeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, hoher Treibstoff. Oh, oh, keine Arbeiter. Mhm. Moderater Aufstieg. Liefert 25. Baukosten 10 mal Holz, 5 mal Lehmziegel. Kaufen für 3. Also das Ding ist relativ günstig. Straßenlaternen erzeugen Licht, der Weg beleuchtet und Einwohner zufrieden macht. Die brauchen 0,5 Auftrieb. Ja, also, beziehungsweise, wenn wir es andersrum sagen würden, würden die verringern den Auftrieb um 0,5. Brauchen 2 Glas. Ein bisschen Glas habe ich, das dürfte also jetzt nicht das Problem sein. Die kosten dann aber mehr als dieser Ventilator, komischerweise. Na gut. Eine Kohlehütte. Verwandelt Holz in Kohle, der im Stadtzentrum gelagert wird. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe der Kohlehütte, verständlich. Verbraucht einen, also benötigt einen Auftrieb. Baukosten 5 Holz, 5 Lehmziegel, 5 Glas und wir brauchen 4 Arbeiter dafür. Wir haben 17 Untätige, das sollte passen. Wir haben 51 Leute mittlerweile da rumfliegen, rumhängen. Oh, jetzt wird aber langsam wird's ein bisschen knuffelig hier. 10. Ich sag's mal, 10. Okay. Aber ich glaube, wir brauchen früher oder später so eine Kohlehütte. Insofern würde ich die jetzt gerne erwerben. Auch die Straßenlaternen. Der Ventilator muss leider noch ein bisschen warten, auch wenn der durchaus sinnvoll ist. Ja. Okay, wir fragen nach anderen Dingen. Ressourcen? Ich glaube, nein. Die haben wir bis jetzt noch nie so wirklich benötigt. So, wir haben... Oh Gott. Hier geht es jetzt aber ab. 0 Jubelnde, 34 Zufriedene, 9 Neutrale, 18 bestürzt. Wir haben Gott sei Dank. Achso, 8 Einwohner haben kein Zuhause, deswegen sind die natürlich unzufrieden, das kann ich verstehen. Wir haben Neutrale, die wünschen sich Beleuchtung an 66% der Wege, nur 0% sind beleuchtet. Zufrieden. Da geht es dann um die Sehnsüchte. Ja, da brauchen wir unbedingt Beleuchtung und Minarett ist da angesagt. Okay, wir müssen natürlich uns auch um die mal schnell um die Wohnungen kümmern. Soweit ich das beurteilen kann, ist der im Augenblick, unser Flieger im Augenblick in der Waage. Das wird sich aber schlagartig ändern, befürchte ich. So, erstmal die Sache mit den Minaretten oder wie gehe ich da jetzt am dümmsten vor? Nee, nicht abreißen. So, da hatte ich auch jetzt die falsche Geschichte erwischt. Ich bewege das Teil mal
Ja, meinetwegen hier so hin. Das auch. Gleiche Geschichten machen wir hier. So. Oh. Wohnblock verbessert. Ach ja, benötigt 40% weniger Nahrung pro Haushalt. Das ist sehr schön. Das ist jetzt auch fertiggestellt. Das haben wir mit Wasser schon erreicht, auch in Bezug auf Nahrung. An Betracht dessen, dass wir jetzt halt ziemlich angewachsen sind, so personenmäßig, macht das auf jeden Fall Sinn. Wohnblöcke bis auf 3 Etagen stapeln würde ich gerne machen. Was haben wir hier? Erhöht die maximale Tempo um 20%. Ja. Erhöht die Kohlekapazität um 200%. 64 Stunden. Schade, dass man nicht mehrere Sachen gleichzeitig anklicken kann. 64 Stunden. Also 32 Stunden sind ja schon Hammer. Wir machen das. Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Moment mal, was haben wir sonst noch? Sehnsüchte? Da sind... Ah, Straßenlaternen. In 2 Stunden der Falcon, die nehmen wir als erste. Wir machen erstmal... Also, alles klar. Gut, das läuft. 2 Stunden sind relativ zügig rum. Das sollten wir hinkriegen. So, jetzt hier. Von wegen Minarett und so. Bauen. Sehnsüchte. Ihr seht natürlich jetzt hier durch, dadurch, dass ich da so ein bisschen im Weg bin, nicht mehr alles, aber naja, ich kann Sachen ja auch vorlesen. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Hoffe ich. So, rotier, Minarett. Einmal da eins hin und einmal rotier. Hallo, hier eins hin. Überlege gerade, ob das richtig war. Na gut, ich baue die erstmal. So. Jetzt natürlich die Frage. Ist das jetzt hier so in Ordnung? So ganz toll ist das hier nicht. Moment. Kann ich Sachen abreißen? Ja. Das weg. Abreißen. So. Achso, ich hätte die einfach nur verschieben müssen. Ja, egal. Ist auch mal so gemacht. Weg. Hier hin. Weg dahin. Da war ich jetzt. Bisschen zu voreilig. Einmal hier wohnen. Einmal da wohnen. Was eigentlich auch Kappes ist. Sehr schön. Wir haben die Straßenlaternen. Ja, gut. Ich mach mal die Geschichte hier. Auch wenn das jetzt ewig dauert, aber ich glaube, da müssen wir durch. Ist, glaube ich, besser, wenn wir die Wohnungen so nebeneinander haben, ne? Na egal, ich lasse das erstmal so. Beziehungsweise. Wir können das ja auch anders machen. Ich mach mal hier den Weg weg. Kann ich ihn. Den kann ich gar nicht verschieben. Den kann ich nur abreißen. Dann, ja, okay, wenn das so ist, ist das so. Da kann ich mit leben. Dann war das doch nicht verkehrt, was ich da gemacht habe. Zufälligerweise, Mann. Aus Versehen was richtig gemacht. So. Einmal hier hin. Einmal dahin. Dann brauchen wir einen neuen Wohnraum. Den knallen wir mal hier so drauf. Einige Einwohner haben immer noch kein Zuhause.
So. Okay, okay, okay. Mittlerweile sind so Leute zumindest schon wieder zufrieden. Das ist schon mal nicht verkehrt. Weg würde ich erstmal so ganz vorsichtig jetzt hier so lang zimmern wollen. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit den Straßenlaternen? Straßenlaternen. Ach, du, wie ist bekloppt. Ja, Moment mal. Gott sei Dank sind die. Okay. Setz schon mal hier und hier eine hin. Macht da einen Weg Sinn? Augenblick mal eben. Hier so, kann man da einen Weg machen. Wir machen das ganz einfach mal, damit wir da auch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt haben. Darum ging es mir jetzt dabei. Ist natürlich die Frage, ich muss mal hier pausieren. Jetzt haben wir hier die Situation, die durch erstmal erforderlich ist. Ich hau hier mal den Weg weg. Und dann packe ich das mal da so hin. Königreich ist aus dem Gleichgewicht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hätte ich nicht gesagt, verschieben? Habe ich nicht gesagt, neu bauen. Ah, machen wir es einfach mal so. Irgendwas läuft da komisch. So, wir sind aus dem Gleichgewicht. Ja, das ist mir schon klar. Und so erheblich. Oha. Oha. Produktionstechnisch. Ressourcen. Glashütte, Lehmhütte. Grundlegendes. Akademie, Weg, Hangar, Wohnblock. Oder Auftrieb, Flügel, hatten wir nicht noch irgendwie. Ja, schwierig, 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 gebe ich zu. Moment, du lass mal schön stehen. Wo geht der denn lang? Der läuft über die Luft. Sehnsüchte, Straßenlaterne. Da eine Straßenlaterne hinzimmere. Weiter ist das alles nicht so.
Ganz toll. Ja. Wie kriege ich hier relativ schnell das Ding wieder im Gleichgewicht? Folgendes, das ist erstmal nur provisorisch, wenn man so will. Wie sieht es mit unseren Wasservorräten und wir haben kaum noch Nahrung, sehe ich gerade. Uiuiuiui, wir müssen dringend Nahrung bunkern. Nahrungsspeicher. Wir hauen uns da noch einen weiteren Nahrungsspeicher rein. Weg. Hallo. Frühlings, was haben wir jetzt gemacht? Mist, ja, weg damit. Toll. Andos, ganz, ganz toll. Du bist super. Kann ich das irgendwie... Das Ding ist noch nicht gebaut. Nein! Hilfe! Was tue ich? Jetzt wird es vollkommen wild. Jetzt ist Maria und Josef. Ich will das einfach weg haben. Mann. So, also im Augenblick sind die Leute dann neutral eingestellt. Ist auch witzig, dass man das dann erst bauen muss, damit man es wieder weghauen kann. Ich weiß im Augenblick nicht, was ich hier mache. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ja. Sorry, ich hatte einen Knick in der Optik. Und hab das nicht gesehen. So. Na, geht's denn? Heute noch? Ja, danke sehr. So, also nochmal Lagerung, Lagerhaus. Wo ist hier der Eingang? Da. So, das passt nämlich direkt da dran. Und jetzt kann ich da einen Weg bauen. Manchmal ist man sich selber irgendwie im Weg. Und das dann massiv. Okay, hier drehen wir den ganzen Vogel hier. So, haben wir's? Jetzt brauche ich ganz dringend ein Dickicht. Am besten gestern, weil wir haben so gut wie nichts mehr zu futtern. Ich setze mal den Vogel hier in Bewegung. Denn ich sehe hier alles Mögliche, nur kein Dickicht. Da ist ein Dickicht. Da wollen wir hin. So, wie viel können wir da hinschicken? Jetzt aber zügig. Den geht heute noch.
Wasser geht noch so einigermaßen, aber Nahrung ist im Augenblick so, nicht so toll. So, immer sind unsere Leute zufrieden. Einer ist neutral, 50 sind zufrieden, keiner jubelt. Was ist mit ihm hier? Mit der Beleuchtung. Ja, gut, da bin ich dran. Da bin ich dran. So, halt, Moment, hier liegen, nicht wegfliegen. Das ist ja natürlich jetzt hier eine ganz klar, das ist alles noch sehr, sehr suboptimal. Das war so aus der Not und aus der schnellen Entscheidung herausgeboren. Jetzt hier, was ich jetzt hier fabriziert habe. Der ist ganz klar. Genauso wie die Sache hier mit dem Lager so. Und mir ging es ja jetzt erstmal wieder darum, dass der unser Königreich so einigermaßen, naja, in der Waage ist. Also wirklich auch nur so einigermaßen. Lagerhaus, achso, Bauressourcen, ja gut, ich wollte eigentlich von das bauen. Egal, dann machen wir das noch, warte mal. Das war jetzt auch so was von, naja, aus der Hüfte geschossen. Ich würde mal da so anbringe. Einmal hier. Und einmal. Warte mal. Das richtig? Jetzt. So. Und dann noch ein bisschen Weg drumherum. Dann sollte das klappen. Hoffe ich. Das sieht einigermaßen vernünftig aus. So. Ja, das könnte hinkommen. Da hier hinten müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Wir sind da noch nicht fertig. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass wir da so ein bisschen insgesamt uns größer werden müssen, uns ausweiten müssen, damit. Wo bist du hin? Schon hier geblieben. Damit das mit den Straßenlaternen und so weiter alles klappt, mit den Minaretten, da stehen die Gebäude natürlich jetzt alle etwas sehr eng beieinander, das gebe ich zu. Das ist nicht so geschickt im Augenblick, aber nun gut, gut Ding wieder Weile haben. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Hier der Auftrieb, der ist auch schon wieder durch die ganze Bauerei jetzt natürlich. Schwierig, 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 ja, okay, ja, es ist doch schon so, dass hier Airborne Kingdom ein bisschen herausfordernd ist. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so ist easy peasy. Mitnichten helfen. Okay. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken und vielleicht auch fürs Abonnieren. Wäre nett. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal, ob wir unser Königreich hier in der Luft halten können. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.